Orange-rot züngeln die Flammen Meter hoch in den Nachthimmel. Der schwarze, beißende Qualm ist noch in Neu-Erlamöhe zu riechen. Mehrere laute Explosionen wecken die Bergedorfer genau um Mitternacht. Als die Bergedorfer Feuerwehr am Kurs Lacker-Neuendeich im VHH-Busdepot eintrifft, stehen die drei Gelenkbusse bereits im Vollbrand. Der Zugführer fordert sofort Verstärkung an. Feuerwehrsprecher Werner Nölken. Ja, wir haben jetzt zurzeit einen zweiten Alarm hier laufen. Das heißt, es sind zwei Züge der Berufsfeuerwehr vor Ort, mehrere freiwillige Feuerwehren, unter anderem auch dann Wasserversorgungswehren, weil wir eine schwierige Wasserversorgung haben hier vor Ort. Und wir gehen im Moment etwa von 65 Einsatzkräften aus. Diese kämpfen verbissen gegen die Flammen, löschen aus drei Strahlrohren mit Wasser und setzen dann auch massiv Löschschaum ein, um die Flammen zu ersticken. Doch längst sind die drei Gelenkbusse vollständig zerstört. Ja, wir haben Schaummittel eingesetzt, weil eben sehr viele Kunststoffe daran beteiligt sind und dann auch die Busse mit Diesel fahren. Und da war nicht klar, ob der Tank mit offen war von dem Bus. Deswegen wurde Schaum eingesetzt als Löschmittel. Zwei Schaumrohre, um die Brandbekämpfung dann vollumfänglich durchführen zu können. In der Nähe stehende Busse konnten noch von Betriebsangehörigen weggefahren werden, sodass das Feuer dann insgesamt jetzt auf drei Busse beschränkt werden konnte. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden dürfte siebenstellig sein. Ein Bus kostet um die 300.000 Euro. Hinzu kommen Schäden am Betriebshof wie zerstörte Ladesäulen. Die VHH konnte den Busverkehr am Sonntag aber trotz des Feuers auf allen Linien sicherstellen. Experten der Kripo sollen nun an der Brandstelle Spuren sichern, denn die Brandursache ist noch völlig unklar. Das muss geklärt werden, es kann auch durchaus ein technischer Defekt sein. Und das muss die Brandermittlung klären, was hier die Brandursache war. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz, denn das mit Öl kontaminierte Löschwasserschaumgemisch musste über ein Rückhaltesystem aufwendig in einer Zisterne aufgefangen werden.